uns dieser Text von der Anne Günther natürlich etwas ratlos zurück. Übrigens, der Fritz, der hier den Text aufgesagt, vorgelesen hat, der hat auch schon, da ist er, steh mal auf, Fritz, komm mal vor, schnell. Du kriegst einen riesen Applaus. Weil der Fritz, der hat auch schon den Vorlesewettbewerb der Schule gewonnen. Ja? Fritz, wir schauen mal auf unsere Sturmkrähe. Ein kleines Geschenk für dich, ja, selbstverständlich. Kleiner Applaus für den Fritz, Dankeschön. Ballon schon gefunden? Nein, nicht. Nicht gefunden. Ballon gefunden? Sicher. Was heißt sicher? Ich habe ihn gefunden. Sie haben einen Ballon gefunden? Richtig. Einer von denen, die da weggeflogen sind? Sehr wahrscheinlich. Dann kommst du doch mal hier auf die Bühne. Das kann doch gar nicht sein. Also, natürlich war das jetzt vorbereitet. Das wissen wir doch. Wir haben nämlich hier einen weit, weit, weit gereisten Gast, der jetzt aus Gera-Lusern kommt oder aus Gera-Zwölzen oder vielleicht aus den eingemeindeten Ortschaften von Gera. Das hat mit Weite nichts zu tun. Dieser Mann neben mir, der kommt wirklich weit, weit her. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Schmidt. Das haben Sie angekündigt, Sie kommen von weit her. Wo kommen Sie denn her? Von ganz weit her. Welcher Ort ist ganz weit her? War da nicht letztens noch so ein kleines Fragespiel? Ja, das machen wir dann. Aus Reichenau. Aus Reichenau, so, ja. Reichenau, ja, Reichenau, Reichenau hat nichts mit Geld zu tun wahrscheinlich. Aber wo liegt Reichenau? Reichenau liegt in Brandenburg, östlich von Berlin. Zwischen Berlin und Polen. Also, zwischen Berlin und Polen kam ein kleiner Ballon geflogen. Und Herr Schmidt, standen Sie dann auf der Straße oder haben Sie gerade ein Nickerchen im Garten gemacht oder wollten Sie gerade Ihren Kartoffelsalat essen? Wie ist der Ballon zu Ihnen gekommen? Wahrscheinlich mit dem Wind. Der lag mitten auf dem Feld. Ich bin Landwirt und da gerade dabei, Roggen auszusehen. Und da habe ich dann den Ballon liegen sehen mit der Karte. Also Sie haben Ihr Feld bestellt und haben gedacht, welche Farbe war der Ballon? Müsst ihr gleich mal fragen. Ich glaube, blau. Blau. Also, okay, dann verstehe ich das. Ein Landwirt, der blauen Roggen aussieht, das kann ja wirklich nicht sein. Also mussten Sie stutzig werden. Und das war ja nicht nur ein Ballon, an dem Ballon war was dran. Richtig, eine Karte von Jonas. Eine Karte von Jonas, ist denn der Jonas da? Ja, komm vor, Jonas! So, Jonas hat gerade seine Hand frei, aber Freunde verstehen es ja auch so, indem sie sich kurz umarmen. Habt ihr euch schon kennengelernt? Jonas? Matthias. Jonas? Ja, Matthias. Okay, das reicht für Freunde. Dann stellen Sie sich vor. Jonas, du hast eine kleine Karte rangehängt an deinen Ballon und hast du dich dann plötzlich, als du eines Tages Post bekommen hast, total gewundert, da schreibt dir jemand, den du gar nicht kennst. Ja. Und hast du auch den Brief aufgemacht? Ja. Hast du den Brief mit? Ja. Kannst du den mal richtig hochhalten, dass alle den sehen? Ja, das ist eine Seltenheit. Der Herr Schmidt hätte ja auch eine Mail schreiben können. Nein, er hat sich hingesetzt und einen Brief geschrieben. Das macht man heute nicht mehr so oft. Insofern ist das total klasse, dass wir einen analogen Brief von Ihnen haben, Herr Schmidt. Was steht denn drin im Brief? Darfst du den aufmachen? Du kannst ihn so gut, nicht so schlimm. Er ist an die Pforzner Schule vom 9.10.2017, also Karte ist abgeschickt. Also früher hat die Post halt länger gebraucht. Ne? So. Hallo Jonas von der Klasse 3C der Pforzner Schule. Deine Luftpost ist angekommen und ich habe mich gefreut, deinen Brief zu lesen. Ich bin Matthias Schmidt, das also lassen wir jetzt weg, und wohne in Reichenau. Das ist ein kleiner Ort mit 400 Einwohnern zwischen Berlin und Polen im Landkreis Märkisch-Osterland. Das ist alles. Ja. Und dass du das auch glaubst, und wenn Sie das überprüfen wollen, können Sie reinschauen. Hier ist auch ein Bild von dem Feld vom Herrn Schmidt dabei. Nicht, dass er das nur behauptet. So. Noch ein paar Sachen zu unserem Dorf. Wir haben eine Kirche. Das ist schon mal nicht schlecht. Dann noch viele Seen. Der Lange See ist unser Badesee mit Strand und Springtour. Dann haben wir... Oh, wir haben noch ein Schloss, eine Gaststätte, zwei Angelvereine, einen Dorfverein. Oh, und dann Kürbisschnitzen zu Halloween. Osterfeuer, Weihnachtsmarkt, also ich kann gar nicht alles vorlesen.
Was Sie also in Ihrem Dorf haben, das wird mir in Gera auch gerne haben. Wirklich. Das ist so, jetzt aber. Jetzt aber, Jonas, kannst du dir ungefähr vorstellen, wie weit das weg ist, dieser Ort Reichenow? Nein. 300 Kilometer. Richtig! 300 Kilometer. Also wirklich extrem weit geflogen. Wahrscheinlich wehen hier über Gera, wenn man weg will, gute Winde. Kann ich ja sagen. Aber wenn man in so gute Hände fällt wie bei Ihnen, dann kommt man auch gerne wieder zurück und sei es mit einer Postkarte oder einem Brief. Ja, ich wollte gerade noch anmerken, muss so an der Windrichtung liegen. Vor 3 Jahren kam mal ein Ballon aus Jena an. Ja, Jena ist uns ja nicht fremd und wir sind ja bald zusammengewachsen, Jena und Gera als Metropolregion, das kennen wir. Herr Schmidt! Recht vielen Dank, dass Sie da sind. Sie sind nämlich noch ein bisschen länger unser Gast, denn Sie haben schon gesagt, es gibt so ein kleines Spiel. Das verrate ich jetzt noch nicht. Sie sollen erstmal alles vergessen, was wir hier erzählt haben. Und dann stelle ich die entscheidende Frage. Lieber Jonas, du stellst dich jetzt mal neben deinen Ballonfinder, denn du bist der Ballonabsender. Und ihr beide kriegt einen großen, dicken Applaus. Und dazu passend haben wir unsere Sturmkrähe, die natürlich wieder eine kleine DVD überreicht. Herzlichen Dank. Gut, dass Sie zu uns gekommen sind, Herr Schmidt. So.